So, weiter geht's. Heute in der Liga. Und im Pokal haben wir es in der letzten Folge geschafft, ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzuziehen mit diesem 15-0 in Leipzig. Und ja, das war doch mal eine gute ordentliche Wiedergutmachung gegenüber der Niederlage in der Liga. Und heute treffen wir im Topspiel auf den FC Bayern München. Wir haben die Chance, das Ding auf 5 Punkte Rückstand wieder ein bisschen zu verkürzen. Im Richtkampf um den, ja, die Meisterschaft. Mal gucken. Aber jetzt erstmal heute Hausaufgaben machen. Mal gucken. Gegen die Bayern haben wir ja schon mal gespielt. Da haben wir ja im DFB-Pokal 2-2 und dann im Elfmeterschießen das Ding geholt vor 2 Saisons, als wir noch in der dritten Liga gekickt haben. Das heißt, wir wissen, wie es geht. Aber es wird definitiv diesmal eine andere Bayern München Mannschaft sein und ja, auch unsere Jungs sind heiß. So, ab mal kurz an die Pressekonferenz. Wir spielen sie mal zu Hause. Mal gucken. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. So. Mal gucken, ob wir uns in der Spitzengruppe halten können. Natürlich ist das der Plan an der Sache, aber... Ja. So, unser Ziel ist es, wie gesagt, in der nächsten Runde einzuziehen. Ja. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. So, okay. Pressekonferenz ist da und das Duell mit der RB Leipzig, wie gesagt, hatte ich auch nicht erwartet, dass wir das Ding hier nach Hause rocken. Aber wir haben es gewonnen und bis heute bin ich guter Dinge, dass wir es heute in die nächste Runde, beziehungsweise nicht in die nächste Runde, sondern überhaupt in die nächste heute weiter nach vorne schaffen. So, ich wechsle kurz auf der Bank zweimal. So, das sind die Bayern. Na, Ruben Dias, okay. Jiménez, das ist gar nicht so schlechte Truppe eigentlich. Wieso ist man da drin? Naja, schauen wir einfach mal. Wir werden unsere Hausaufgaben versuchen zu machen und dann versuchen wir in die nächste oder überhaupt den Abstand ein bisschen zu verkürzen. Und das soll heute mit dem Sieg gelingen. Aber egal, einfach wird es nicht. So. Ja, komm, geh rein ins Spiel. Es ist ein Duell, das es wirklich in sich hat. Beide Mannschaften wollen, beide müssen heute überzeugen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04. Gegen Bayern München. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayern München. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Die Nummer 20. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne.
So, die Mannschaften, die köpfen sich noch ab und dann geht's gleich in die nächste Runde. Wie gesagt, viel haben die Bayern ja nicht an neuen Spielern geholt, beziehungsweise an alten Spielern noch da. Gegner, Buschi. Und das liegt vor allen Dingen an ihrem Kurzpassspiel. Ja, was das Tiki-Taka angeht, Wolf, da macht ihn keiner was vor. Das haben sie drauf. Damit versuchen sie es immer wieder, ihre Spiele zu dominieren. Komm schon, das muss nach Özil, den ich so gerne gehabt hätte. Vielen Dank und viel Vergnügen bei diesem Spiel. So, auf geht's. Gleich in die ins Spiel. Anschluss oder Erfolg, Lucas Salario wird zu machen. Und dann hoffen wir mal auf ein erfolgreiches Spiel heute mit dem Sieg. Wir gehen jetzt rein in dieses Spiel, in dieses Traditionsduell. Schalke gegen Bayern. Es geht um viel. Keiner will das Ding hier verlieren. Das wird hochinteressant. Richtig, wer verliert, ist eigentlich. Ja, wenn die Bayern verlieren, ist die Meisterschaft wieder ein bisschen spannend. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Und. Ui! Es bleibt bei 0, erste Riesenchance. Kowalanski, aber der den nur einen Millimeter am Tor vorbeilegt. Also das wäre fast das 1-0 schon gewesen. Da hatten seine Spieler eigentlich alles richtig gemacht und dann vergeben sie hier den Führungstreffer. Ja, einfach aus dem nächsten Mal einfach probiert. Und der Ball geht nur knapp vorbei, noch 5 Minuten schon. So, Abschlag der Bayern natürlich, klar, nach dem Fehlschuss. Oder Sinac. Schöner Ball, aber ticken zu steil. Einwurf für die Bayern. Ein leichter, schönes Ding übrigens. Überflüssiger Ballverlust. Ach, schade. Energiestadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Köln. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 8 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Mhm. Serge Gnabry. Komm an. Jetzt haben wir. Das könnte Ecke geben. Ja. Becker mit der Ecke. Also das ist genau das, was ich meine. Die Schalke haben so ein, zwei Chancen. Probieren es ein bisschen. Ecke kommt von Kimmich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine. Und dann ist es Marco Richter, der sich um den Verteidiger rumdreht und mit Tempo jetzt mal vorbeigehen kann. Diaz kommt hinterher. Der hat ein bisschen Vorsprung, kann aber nichts machen. Vielleicht die Führung. Oh, Tor! Marco Richter! Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielt. Gut gemacht, die Diaz haben ein bisschen eingestellt, ein bisschen eingedreht und dann rein damit ins lange Eck. Also 1-0 für die Blauen. Zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Yes! Frühes 1-0. Drittes Bundesliga-Tor, also drittes Tor in der Saison quasi. Und damit haben wir den ersten Treffer. 16. Minute. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Die Nummer 23. Marco Richter. Brozovic. Also zumindest noch. Weil erstmal zumindest schon die. Er hat Hausaufgaben gemacht und jetzt der Ballverlust der Münchner. Jetzt gefährlich. Alario. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. 2-0. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. 2-0. Das gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und damit wäre der Satzstand. Jetzt nur noch 5 Zähler. Das Tor nochmal in der Wiederholung, erst der gefährliche Steilpass und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder. Ja, Neuer war nicht, konnte nichts machen. Alario macht sein nächstes Tor. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier hat. Also wenn er da momentan zuverlässig trifft, dann ist es eben der Argentinier. 18. Saisontor und wir haben mittlerweile, ich glaube 16 Spiele, glaube ich jetzt mittlerweile. Also es ist jetzt kurz für die Bayern, ist wahrscheinlich, nee, 50. Spieltag ist es. Auf jeden Fall erstmal Lucas Alario. Ja, gut gemacht, das die Bugel ab. Marco Richter. Ja, der ist ein bisschen,
zu steil gewesen da für den Verteidiger. Sieht Gnabry. Aus. Jetzt vielleicht der Konter. Aber wie gesagt, wieder einmal gegen die Bayern einen Eckball. Das ging ja nur in der Liga Drittliga. Zweimal gegen die Amateure. Oder sogar dreimal. Ich glaube, ruhig gerade mindestens einer davon dabei. Jetzt müssen sie aufpassen. Timo Becker erstmal. Schöner Ball auf Marco Richter. Verfolgt von Afonso Davis. Den er aber ohne bisher abgeschüttelt bekommen. Kriegt er den abgeschüttelt? Den kriegt er nass gemacht. Den Alfonso Davis kriegt er nass gemacht. Aber den Pass, der war ein bisschen schlecht gespielt. Einwurf Schalke. De Rosun. De Rosun. Na, der war ein bisschen schlecht. Ein bisschen auf gut Glück mal in die Mitte reingebracht. Aber naja. Brozovic. Also 35 Minuten, jetzt 36 Minuten gespielt und ja, momentan führt man mit 2-0 gegen diese Bayern und will natürlich die Hausaufgaben machen. Wieder ist es Timo Becker, der es wirklich gut macht. So, die Frage ist, ob das jetzt abseits war. War es nicht oder sagt der Schiedsrichter da doch was anderes? Macht er gar nicht und Neuer, zweimal. Also wäre das sicher das 3-0 hätte sein müssen können. Brozovic. Koman ist das jetzt. Ja, gut gelöst. Musiala. Es sieht hier natürlich alles andere als ein bisschen Glück dabei, dass er den Pass noch bekommen hat. Und diesen Pass raus. Nächster Ballverlust der Bayern. Richter. Brozovic hat keine Chance, jetzt zu kommen. Richter. Und oh ja, verhindert das 0-3. Kommt in die Mitte. Da können sie erstmal klären. Super Bujelab. Da könnte was entstehen. Und da passt der Torhüter auf. Wenn der Neuer da nicht gewesen wäre, würde man jetzt schon mindestens mit 3-0 hinten liegen. Mal gucken, was noch in der zweiten Halbzeit kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erfahren. Ah, gut gelöst und das war wichtig. Der Spielstand überrascht schon ein klein wenig. Aber jetzt ist erstmal Pause. Und damit gehen wir hier in die Pause. Wir gehen jetzt rein in die... So, also, die Halbzeit ist tatsächlich schon mal durch. Man führt mit 2-0. Hat eigentlich schon mal nicht alles im Griff. Man hat die Chance auf das dritte, vielleicht sogar auf das vierte Tor. Führt aber an sich nur mit 2-0. Mal gucken, was immer passiert. Elfmeter? Ja. Latzer. Gelbe Karte gegen Schalke 04 geschieht. Geht in Ordnung, würde ich sagen. Der Latzer, der mit der. Der da gelb gesehen hat am Foul. Jimenez. Alfonso Davis. Ja, mal gucken, was passiert. Die Bayern jetzt nochmal was machen können. Und die Chance der Münchner. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob es Kimmich war. Kann sein, dass es Kimmich, glaube ich, gerade war. Der als Rechtsverteidiger arbeitet. Und das war sehr, sehr wichtig. Jetzt hat er. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Und jetzt gibt es die nächste gelbe Karte der Bayern für die 13 Brozovic. Ich spiele mir danach in Wolfsburg. So, eigentlich muss er jetzt dafür gelb Konsequenz zeigen, weil das war nicht, war eigentlich ein taktisches Foul, weil ich gerade den Pass spielen wollte nach vorne rein. Ja, das ist für mich gelb. Ich denke, das geht in Ordnung. Nee. Mit Karten, also es war taktisch das Foul, tut mir leid. Und damit ist es definitiv eine gelbe. Aber gut, okay, muss man mit akzeptieren, dass der Schiedsrichter so entschieden hat. Und ja, Marco Richter. Und jetzt die Chance. Ein guter Block hier. Au! Wir haben es gerade gesehen, warum nicht? Einfach mal probieren, wieder nachsitzen, weiter drauf, dranbleiben. Es wird nicht besser. Sie reagieren immer noch auf jeden seiner Ballkontakte. Die Chance auf den Konter.
Ja, erstmal ist alles im Griff, dann ist plötzlich der Ball weg. Aber ciao, pass auf, gut gemacht. Wecker. Werfen einen Blick auf die nächste Aufgabe von Bayern München. Ja, es geht gegen den SSC Neapel im nächsten Spiel. Ah, nächstes Spiel ist der Bayern ins Champions League. Und wir treffen auswärts auf Wolfsburg, nur sind wir den Ball. Kimmich. De Rosso. Den Kimmich. Der Kimmich setzt sich durch. Ja, vielversprechende Aktion. Aber nicht gegen Malik Ciao. Latza. Guter Ball. Der Rosa und Kobylanski, der ist ein bisschen zu steil, aber das war eine gute Idee. So, jetzt wechsle ich dreimal. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Mal ein bisschen durchwechseln, mal ein bisschen was probieren. Bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Hat auch ein bisschen mit Fitness zu tun, warum ich jetzt dreimal wechsle. Ah, gut, der Ball von Becker gegen Coman. Coman. Ah, gut gemacht. Bella Kotschow erstmal Glück gehabt. Schiri, da kannst du aber auch mal pfeifen. War nämlich das nächste Ding. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Gabriel Jesus. Ist das der Anschluss? Guter Mann von Bella Kotschab. Super gelöster. Eisekalt abgekocht, der Latza. Senegalese da unten. De Rosso. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Wobei Bella Kotschab, glaube ich, sogar Deutscher ist. Da zumindest einen deutschen Pass gehabt. Jetzt werden wir ja genau herkommt. Könnte aber. Ja, Senegalese ist es nicht. Kamerun oder sowas. Zumindest die Eltern. Tabushi, es sieht nach einer herben Niederlage aus. Wie ist deine Einschätzung? Ja, was heißt herbe Niederlage? Das ist eine verdiente. Die Bayern momentan ist viel drauf. Wir haben Manuel Neuer und wir haben momentan tatsächlich alles im Griff. Aber es kann sich ganz, ganz schnell ändern, wenn sie Bayern jetzt auch mal sagen würden, die treffen nach dem Angriff. Spielt den Pass zurück. Die Bayern mit dem Einwurf. So, jetzt kann der Wechsel vollzogen. Und jetzt hat er Feierabend. Gut gemacht, Ludewig, der war gut dazwischen. Und dann dieses Pässchen spielt. Kobylanski macht er den Sack zu. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Die Riesenchance. Elfmeter. Er gibt den Elfmeter, weil ich gerade den Moment schießen wollte. Und damit gibt es Gelb. Und die gelbe Karte. Ja, ich wollte mir den Menschen gerade schießen und damit war es ein Foul. So, gibt er jetzt eine. Macht er Piontek? Macht den Elfmeter. Neuer Held! Neuer Held in Elfer, macht ihn nicht. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Bujelab. Guter Vorstoß jetzt. Ha, Bujelab. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und dann ist es jetzt Piontek. Und dann ist es jetzt in der 91. Minute wirklich der Sack zu. 3-0. Hier noch den Elfmeter verschossen, aber dann macht er es doch noch. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner. Aber gut, da rollen wir laufen. Diese Lücke. Ist es klasse gemacht. Knipser-Qualitäten, würde ich sagen. Was auch der Rebachrichter ist, ob der die Flanke da reingehauen oder? Aber jedenfalls, Hausaufgabe gelöst. Die RB auswärts geschlagen mit 5-0 im Pokal und die Bayern geholt. 6. Tor Christoph Piontek. Die Angriffsstärke der Gastgeber. Hausaufgabe alle nicht. Sonst ist es bei ihnen eher die Offensive, die für die Highlights sorgt, aber heute standen sie auch defensiv klasse. Kein Gegentor, Heimsieg, 3 Punkte, passt. Und damit haben wir nur noch 5 Punkte Rückstand auf die Münchner.
Ja, wie gesagt, nach drei sieglosen Heimspielen hintereinander, wie gesagt, Mainz, Hamburg und eben RB, jetzt der Sieg gegen die Bayern, kann man mal so mitnehmen. Wobei auch Leverkusen, da war auch mit Leverkusen war mit dabei. Also 4-1 für die Folge ohne Sieg. Aber jetzt haben wir die Hausaufgabe gelöst. Zumindest mal den Tabellenführer geschlagen. Und zumindest wieder ein bisschen Spannung reingebracht in den Kampf um die Meisterschaft. Na, zumindest alle ein bisschen zusammengeknuddelt. So, weiter geht's jedenfalls wieder in der Liga. Na klar. Oder geht's noch weiter? Irgendwas kommt jetzt gerade. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein Trainerinterview gekommen sind. So. Können schon, mal gucken, was passiert. Es muss immer ein bisschen. Kommt auch immer ein bisschen auf die Spielweise des Gegners an. Diesmal hat es einfach funktioniert. Und die letzten beiden Spiele hat es eigentlich wirklich funktioniert, weil wir es nicht mal auf die Ketten bekommen haben. Nein. Ganz einfach. Das hat jetzt nichts mit Arroganz oder sonst irgendwas zu tun, das ist absolut die Wahrheit. Wir hatten einfach große Chancen, wir das Ding schon in der ersten Halbzeit zumachen müssen, eingefasst. Aber gut, Neuer hat einen guten Tag, aber Männer hat er dann trotzdem noch drei Stück gekriegt und wir sind zumindest weiter mit dabei. So, es sind wie gesagt nur noch 5 Punkte, wir sind jetzt auf jeden Fall dabei. Nächstes Spiel steht dann auch schon gleich bald wieder in den Startlöchern und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und dann geht's nämlich auswärts nach Wolfsburg.